Frau Mensa Schramm, seit gut 30 Jahren sind Sie Zehlendorf-Ehren, seit gut 30 Jahren entfernen Sie Hassaufkleber und Nazi-Graffitis. Wie kamen Sie auf die Idee? Eines Morgens, ich war noch ein wenig schlaftrunken, sah ich an der Bushaltestelle Wannsee einen Aufkleber, Freiheit für Rudolf Hess. Der lebte damals ja noch. Der Schock war so groß, dass ich unfähig war zu handeln. Ich stieg in den Bus ein und stellte mir dann aber die Frage, hey, warum hast du den nicht abgemacht? Auf dem Rückweg habe ich den Aufkleber dann mit dem Schlüssel abgekratzt. Dieses tolle Gefühl, der Dreck ist weg und ich habe ihn abgemacht. Wissen Sie, dass in Zehlendorf immer noch ganz schlimm geklebt wird, von den Identitären und der Burschenschaft Gutja. Sie entfernen ja die Botschaften nicht nur, sondern fotografieren und dokumentieren auch, sammeln die Belege in Leitsordnern. Wie viele Fundstücke haben Sie inzwischen? Aktuell sind es 78.589 Sticker, aber ich zähle erst seit dem 3. Januar 2007 schon ab 1995 begann ich, Ausstellungen zu organisieren, 473 sind es inzwischen. Meine Dokumentation von Nazi-Graffitis und Aufklebern umfasst 95 dicke Ordner. Seit 14 Jahren biete ich auch Workshops zum Thema an. Im März soll es eine Lesung mit dem Bürgermeister von Altena geben, der mit einem Messer attackiert worden ist. Ich habe Herrn Holstein vor wenigen Tagen besucht. Sie haben renommierte Partner wie Gesicht zeigen. Aber es gibt nun auch ein Problem, denn ein Teil ihrer Helfer gehört zum Querfrontmilieu. Es sind also Aktivisten, die auch mit Rechtspopulisten keine Probleme haben. Warum vertrauen Sie auf solche Leute? Querfront, das ist ein neues Modewort. Es wird benutzt, um unsere alte Friedensbewegung zu spalten, meine politische Heimat. Ich war mit Petra Kelly und Dorothee Söhle am 5. August 1985 in Mutlangen demonstriert, eine Sitzblockade gegen die US-amerikanischen Pers hing, 2 Raketen. Meine alte Tante hat mich sogar noch unterstützt mit Unterkunft. Aber was ist, wenn sich in den Querfrontnetzwerken auch Rechtsextreme und Reichsbürger tummeln? Da bin ich definitiv nicht dabei. So etwas habe ich mal auf einem Friedensfest in Berlin erlebt. Da rannte einer rum mit einem Schild, BRD GmbH, ein Reichsbürger also. Ich hatte sehr schnell die Nase voll. Ich habe dann meinen Stand frühzeitig abgebaut. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Besonders eng ist ihre Zusammenarbeit mit Matthias Tretschok. Mit ihm haben sie in der Initiative Schluss mit Hass gemeinsame Projekte. Auch er gehört zum Querfrontmilieu, hat enge Freunde in der neurechten Friedensbewegung. Was verbindet sie mit Tretschok? Warum ich Matthias Tretschok verteidige? Er ist kein Rechtspopulist. Er hat mir vor 2,5 Jahren in Königs Wusterhausen seine Solidarität und Hilfe angeboten, als ich mich dort einer Nazi-Demo entgegengestellt habe. Er ist von meinen Projekten hell begeistert. So begeistert würde ein echter Querfrontler nicht sein. Ich gebe Ihnen mein heiliges Ehrenwort, ich habe nichts mit Querfront zu tun. Ich unterstütze Matthias Tretschok als Mensch. Ich kann nicht verantwortlich gemacht werden, weil er vielleicht Bekannte hat, die zur Querfront gehören.